Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte eigentlich, wir machen so ein Trail-Scouting-Video, wo Steve und ich einfach hier in der Nähe von Troisdorf was suchen. Und dann parken wir und wir finden es einfach direkt. Es war so zweimal abbiegen und wir waren da. Und ja, ihr habt die erste Abfahrt gerade eben schon gesehen. Und ja, wir werden uns die letzten Stunden vor dem Sonnenuntergang hier verbringen. Oh, auf jeden Fall nice. Richtig, richtig krasser Spot, Alter. Ihr kennt es wahrscheinlich selbst, ihr kommt an einen neuen Spot an und müsst erstmal alles langsam abchecken, bevor ihr dann einfach über die Strecke lospaced. Das haben wir auch gemacht, wir sind ein paar Mal hochgelaufen, mal wieder runtergelaufen, dann mal ein bisschen gefahren und haben uns das Stück für Stück vorgenommen. Dazu kam, dass wir aber auch schon 2 Tage lang Biken in den Knochen hatten und deswegen uns auch nicht übernehmen wollten mit dem Biken. Aber nichtsdestotrotz haben wir noch mal so ein bisschen Basics geübt, unsere Sprünge gefestigt und naja, dann gab es da auf jeden Fall auch noch so ein Gap, dass ich eigentlich unglaublich gerne gesprungen wäre, aber irgendwie hat es mich heute noch nicht so überzeugen können. Ich habe es mir noch selber noch nicht so ganz zugetraut und deswegen habe ich den heute ausgelassen. Bisher auf jeden Fall nice hier, aber ich habe hier den da. Und den würde ich eigentlich gerne machen, aber ich habe Schiss, weil das so ein Loch drin ist hier. Da muss ich hin. Hier bin ich, da bin ich. Da ist der Steve. Yes, aber ich werde auf jeden Fall nochmal wiederkommen und getreu meiner Worte, wenn ich mir das noch nicht zutraue, dann lieber sein lassen. Lasse ich da heute noch die Finger von und wage es beim nächsten Mal. Sonst schon ein paar Sachen hier ausprobiert. Auf jeden Fall ein nicer Spot. Kann man auf jeden Fall mal machen. Aber ich glaube, es ist auch so ein Secret Spot. Das heißt, ich kann euch leider nicht verraten, wo das Ganze ist. Yes, fahren wir mal noch ein bisschen. Gab es dann auch noch so einen Drop. Und diesen Drop wollte ich unbedingt mal ausprobieren, weil Drops sind immer noch irgendwie meiner Meinung nach so eine Schwäche von mir und ich muss sie unbedingt üben. Deswegen gewagt. Den Drop ein bisschen verkackt. Aber ich habe verpasst abzuziehen. Obwohl ich heute gar nicht fahren wollte, bin ich dann doch froh gewesen, dass ich nochmal raus bin und nochmal losgezogen bin. Und für einen Sonntagabend war hier einfach auch echt wenig los und wir konnten uns entspannt austoben, was wir normalerweise nur in den Morgenstunden können.
Da aber dann auch der Sonnenuntergang irgendwann drohte, haben wir uns entschieden, uns auf den Weg nach Hause zu machen. Und es war auch gut, dass wir dann abgebrochen haben, weil wir einfach schon müde Beine hatten und 2 Tage Biken in den Knochen. Ich muss allerdings sagen, es macht mir immer wieder Spaß, neue Spots zu erkunden, auch wenn es nur kleine sind und noch keine riesengroßen Parks. Dennoch freue ich mich unglaublich, wenn es bald soweit ist und ich das erste Mal in einen Bikepark kann, denn dann wird sich wirklich zeigen, wie viel ich hier gelernt habe und was ich noch alles lernen muss. Und ach, ich bin einfach unglaublich gespannt darauf und freue mich sehr, wenn es endlich losging. So Leute, zurück im Auto. Ich habe mal wieder eine Frise wie sonst was, aber richtig nicer Spot. Es war echt nice. Also wir hatten halt nur knappe Stunde Zeit, weil es jetzt draußen dunkel wird. Aber nichtsdestotrotz hat es sich gelohnt, nochmal so 3 Tage am Stück einfach ein bisschen zu fahren, weil ich jetzt echt ja 2 Wochen kaum gefahren bin, weil das Wetter es nicht zugelassen hat. Also ich hoffe, dass das Wetter jetzt ein bisschen stabiler bleibt und ich habe mir fest vorgenommen, auch wieder mehr bei schlechtem Wetter zu fahren, damit ich nicht so ein schöner Wetterfahrer werde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen und motiviert mich, noch mehr Videos zu machen, Leute. Ich bin auf jeden Fall hyped und ich freue mich auf die Bikepark-Saison. Ich glaube, so langsam könnte ich da ein bisschen was fahren. Bis zum nächsten Video, Leute. Macht's gut.